Hallo liebe Freunde zu einem neuen Video. Heute mag ich euch zeigen, wie ihr nur mit vier Zutaten ein leckeres Vollkornbrot zaubern könnt mit einer Ruhezeit des Teiges von über 20 Stunden und nur 0,3 Gramm Hefe. Mit diesem Rezept könnt ihr also mit einem Hefewürfel 100 Brote davon machen, mehr sogar. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Vor einigen Wochen habe ich euch schon mal gezeigt, wie man ein leckeres Kartoffelbrot macht. Und das war aus diesem Buch hier vom Lutz Geißler. Und dieses Rezept, das ich euch heute zeige, ist wieder aus diesem Buch, weil es einfach sehr toll ist. Und wenn ihr bei diesem Video bis zum Schluss dran bleibt, und das empfehle ich euch, dann gibt es etwas ganz, ganz Tolles für euch. Aber legen wir los mit dem Rezept. Ihr benötigt eine Rührschüssel und dort kommt hinein 405 Milliliter warmes oder kaltes, ganz egal, einfach Wasser kommt da rein, 12 Gramm Salz, dann 0,3 Gramm Hefe, das ist eine ganz kleine Kugel, ganz, ganz wenig. Und dann das Wichtigste für ein Brot, 580 Gramm Vollkornmehl. Ich mahle das Weizen-Vollkornmehl meistens selbst aus Weizen, weil den bekomme ich verpackungsfrei und dann ist alles, fast alles bis auf die Hefe, Zero Waste. Wenn ihr aber das bessere Ergebnis haben wollt, einfach ein bisschen anderes Ergebnis, vielleicht ein bisschen fluffiger, dann kauft euch das Mehl im Geschäft. Diese Zutaten vermengt ihr nun mit eurer Küchenmaschine für 3 Minuten auf der niedrigsten Stufe. Danach schaltet ihr eine Stufe rauf und vermengt den Teig dort für weitere 5 Minuten. Das war's auch schon. Jetzt einfach zudecken und bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Wie auch schon beim letzten Rezept muss auch dieser Teig alle 8 Stunden gedehnt werden. Das heißt im Grunde nur, dass ihr eure Hände befeuchtet alle 8 Stunden und einen Teig einfach so nach oben zieht, an den Enden und nach innen einklappt. Euer Teig sollte sich natürlich auch von Durchgang zu Durchgang verändern. Irgendwann sollte er, nämlich beim letzten Durchgang, schon die doppelte Menge haben. Nach 24 Stunden oder in meinem Fall sind es meistens 22 Stunden, ist der Teig bereit, dass er vorbereitet wird zum Backen. Dazu bemehlt ihr eine Arbeitsfläche mit sehr, sehr viel Mehl und gebt euren Teig darauf. Das klappt am besten mit so einer Teigkarte, aber das habe ich nicht, deshalb muss ich das immer mit den Händen machen. Mit der Teigkarte ist es ein bisschen besser, weil mehr Volumen im Teig drinnen bleibt. Zumindest habe ich das so gehört. Danach den Teig von jeder Seite heben und schön nach innen einschlagen, von jeder Seite, und dann gebt ihr den Teig entweder in eine Kastenform, so wie ich, oder in so einen Gärkorb. Entweder die Kastenform oder der Gärkorb, der wird nochmal abgedeckt und der Teig muss noch einmal 1 Stunde, vielleicht sogar 1,5 Stunden ruhen. Und natürlich, bevor ihr es zudeckt, könnt ihr noch euer Brot mit Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen toppen. Ich wollte es in dem Fall aber ganz pur, deshalb nichts drauf. Wenn ihr merkt, euer Teig geht schon wieder ein bisschen, also der beginnt Volumen wieder zu erhalten, dann ist es Zeit, euer Backrohr einzuschalten, nämlich auf 250 Grad Ober- und Unterhitze oder was halt euer Backrohr so hergibt. Wenn euer Ofen richtig gut heiß ist und euer Teig nochmal richtig gut gegangen ist, dann kommt er rein in den Ofen. Bei 230 Grad, wir reduzieren die Hitze ein bisschen, für 50 Minuten. Am Ende der Backzeit sofort rausgeben und auch aus der Kastenform stürzen oder auch wo auch immer ihr das Brot reingegeben habt. Nun auf einem Gitterblech, was ihr eben so zu Hause habt, schön abkühlen lassen. Nun könnt ihr es anschneiden und mit einem leckeren Aufstrich genießen. Lasst euch nicht von diesem Rezept abschrecken, von den Arbeitsschritten. Ihr bekommt ziemlich schnell ziemlich gute Routine darin. Ich mache das Brot circa 2 bis 3 Mal die Woche und es fällt mir nicht mal großartig auf. Das war jetzt die gute Nachricht. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Wenn ihr aber so ein gutes Brot haben wollt, wie es der Bäcker euch verkauft, dann müsst ihr tiefer in die Materie einsteigen, weil das Thema ist umfangreich und es gibt sehr viele Fragen. Das Buch, was ich habe, was ich euch gezeigt habe, das deckt viel ab. Aber ich hatte noch immer so viele Fragen. Und da kommt ein Freund von mir ins Spiel, nämlich nachdem ich das letzte Video veröffentlicht habe, hat er mir gesagt, er hat eine tolle Plattform gegründet mit tollen Online-Kursen zum Thema Kochen und Backen. Und da gibt es auch einen Kurs von Lutz Geißler, der ihm dieses Buch und dieses Rezept geschrieben hat. Und natürlich habe ich mir diesen Kurs dann angesehen. Ich habe plötzlich so viel gelernt, dass ich nicht über das Buch rausgefunden habe. Ich habe endlich gesehen, wie man mit dem Topf backt. Ich habe gelernt, wie man wirklich den Teig faltet. Ich habe gelernt, auf was man beim Rühren aufpassen muss. Gerade beim Brotbackthema hatte ich so viele Fragen und die besten Antworten sind einfach die Hände eines Profis, denen man zusieht und dann lernt man es, wie es geht. Und jetzt kommt das Tolle. Ich habe zu meinem Freund gesagt, kannst du da nicht etwas Tolles machen für meine
ganz, ganz, ganz liebe Community und er hat gesagt, nein, nein, er hat gesagt ja. Und deshalb bekommen alle meine Freunde, alle meine Community einen Rabatt von 20%. Solltet ihr auch diesen Kurs haben wollen, dann könnt ihr mit meinem Code, ich glaube, er heißt Franz20, den könnt ihr eingeben und dann bekommt ihr den Kurs um einiges günstiger. Der Kurs kostet, glaube ich, 49 Euro. Ich kann ihn wirklich empfehlen und ihr wisst, ich empfehle euch nichts sonst. Ich bin nicht geil auf irgendwelche 3 Euros, die auf mein Konto fließen, sondern ich empfehle euch Dinge, die ich gut finde. Dieser Kurs hat mir wirklich geholfen, besser Brot backen zu können und ich finde Brot backen so etwas Tolles. Und das ist einfach schön, wenn man das kann. Wenn euch das interessiert, Link gibt es unten und natürlich auch das Rezept zum Vollkornbrot. Und wenn ihr wollt, vielleicht habe ich euch, wenn ich motiviert war, auch das Rezept für den Aufstrich reingepackt mit den Bohnen. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder bei einem neuen Video. Bleibt brav, seid nett zu euch, zu den Menschen um euch rum, zu Tieren, zur Umwelt und überhaupt. Bleibt brav. Ich wünsche euch was. Alles Gute, bis bald. Tschüss.